Yo Leute und herzlich willkommen zu Tag Nummer 21, Numero 21, auf Server 36. Wir sind mittlerweile 3 Wochen im Spiel und heute gibt's wieder was Spannendes zu zeigen. Es ist nämlich Zeit für Round 2. Void! Ja, deswegen auch dieses passende Lied, was gerade im Hintergrund läuft, was ihr sicherlich schon öfters gehört habt. Und es ist wieder soweit. Runde 2 zwischen Last Dawn gegen die Sorglosen. Wie komme ich nicht mal auf Seelensammler? Dieses S15-Ding bleibt mir immer noch im Kopf. Natürlich Last Dawn versus Sorglosen. Yo, heute sind alle Sachen perfekt. 100% Meldequote gegen eine nicht 100% Meldequote. Bei Sorglosen hat einer gefehlt und ich weiß nicht, ob wir das Pilzkatapult geladen haben oder ob es überhaupt funktioniert. Ja. Ihr seht meine Pilze, 10 Pilze noch, da kommen noch neue. Also morgen habe ich, morgen ist ja Freitag, da gibt es auf jeden Fall nochmal 300 Alu und am Wochenende soll wohl eine Pilzaktion kommen und da werde ich dann neue Pilze aufladen, damit es sich das auch lohnt. Deswegen, ja, erstmal ein bisschen langsamer, ich werde jetzt auch ein bisschen durchgereicht, ist klar, wenn man nur 300 Alu macht. Aber das wird mich jetzt nicht so zurückschmeißen, denn ich werde am Wochenende, dann am Samstag, wieder ein bisschen durchstarten, ein paar Dungeons legen und so. Ich werde übrigens das Epic Event nicht spielen, aber jetzt erstmal in den Kampf. Jetzt auch mit neuer Ansicht, würdest du bitte, danke, Last Dawn versus die Sorglosen. Sieht auch sehr schön jetzt aus, die haben das jetzt auch umgeändert. Man sieht jetzt die Leute außen und das Innen und so. Also das Spiel ist auf einem guten Weg, aber zurück. Ja, ich werde das Epic Event hier nicht spielen, weil erstens befinden wir uns auf einem Levelbereich, wo die Epics nicht halten. Deswegen ich auch nicht so bereit bin, da jetzt Pilze für auszugeben. Also da war ich noch nie ein Freund von. Also wenn, dann sollte man Epic Event später auf High Level spielen, wo man, sagen wir mal, für diese Periode von 4 Wochen auch wirklich diese Epics behalten kann. Oder noch sogar länger hinaus, so auf 300 oder so. Kann man ein Epic Event spielen und kann 3-4 Monate einfach nur leveln, weil man wirklich nicht so schnell vorankommt. Ja, und auf Server 35 habe ich euch ja gesagt, würde ich gerne das Epic Event spielen, aber durch das Ausschalten der Flimmerkiste muss ich mir das überlegen. Ich werde wahrscheinlich Tränke blättern und Epics mitnehmen, aber ich muss mir die Pilze für 300 Alu aufbewahren, weil falls wirklich keine Flimmerkiste wiederkommt oder falls die Flimmerkiste erst wirklich sehr spät wiederkommt, ja, brauche ich noch ein paar Pilze für 300 Alu, weil ich kann mir nicht 300 Alu auf 2 Servern leisten. Das, oder könnte ich mir, aber will ich nicht, sage ich so. So wie es ist, ja. Wie gesagt, ich gebe mein Geld nur für Zocken und Alkohol aus und der Alkohol muss auch irgendwo herkommen. Ja, Fakten zum Kampf. Wir haben 100% Meldequote. Die Sorglosen haben heute so kurz vor dem Kampf noch gerade so mit dem Durchschnittslevel nachgezogen. Das heißt, wir sind eigentlich noch voraus, wie schon eigentlich die ganze Zeit. Sorglosen waren heute 49, aber haben, glaube ich, jemanden nachgeladen. Der kann sich aber heute nicht melden, das heißt, auch ein Vorteil. So, dann, was haben die Sorglosen uns entgegenzubieten? 2 über Level 100, 3 Spieler über Level 110, 2 Kundschafter und 1 Magier. Da hoffe ich doch mal, dass sich da noch was reißen lässt. Weitere Fakten fallen mir jetzt gerade nicht ein. Wir haben viele mehr Level 100er als die Sorglosen und dafür haben die mehr, also sie haben mehr Unterlevel, wir haben dafür weniger Unterlevel 90 als sie, so war das, glaube ich. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz richtig ist, deswegen halte ich mich da lieber zurück. Ja, Thema Flimmerkiste, da gibt's riesen Stress im Forum und ich kann das verstehen. Die Flimmerkiste ist seit langer Zeit ein Teil des Spiels und viele Leute haben sich an das Flimmerkistenspiel gewöhnt. Sie gucken Werbung, damit sie Pilze kriegen und damit kann man mehr Spielspaß kriegen. Also mir hat das auch viel Spielspaß gegeben. Ich komme aber aus einer Zeit, auch wenn ich jetzt wieder seit 2 Monaten spiele, da gab es keine Flimmerkiste. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Damals mussten nicht Pilzer mit Tiger und 100 Alu zurechtkommen. Sie haben den Startpilz gekriegt und selbst den gab es noch viel früher gar nicht. Es gab damals keinen garantierten Pilz. Das heißt, ganz früher mussten nicht Pilzer ein Tiger, 100 Alu und das war's. Die Fundpilze, und wenn wir jetzt noch extremer werden, es gab damals auch keine Events. Das heißt, damals, also wir steigern uns immer, ne?
Exponentiell, ja. Wir haben einen Nicht-Pilzer, der Tiger spielt, 100 Alu machen kann und kein Pilz-Event hat, wo er eine Chance hat auf höhere Pilz-Drop-Chance. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass ein Nicht-Pilzer vielleicht ein Pilz pro Tag bekommt, aber vielleicht. Es war nicht garantiert. So, und wenn wir es dann natürlich damit vergleichen, dass man, dass die Flimmerkiste eingeführt wurde, das war zu einer Zeit, wo ich nicht gespielt habe, ja, ist natürlich so ein Luxusproblem aufgekommen, weil für mich ist es nicht so schlimm, wenn jetzt keine Flimmerkiste gibt, weil ich bin daran gewöhnt, von damals noch auf Nicht-Pilze-Accounts Tiger, 100 Alu und tschüss, ja. Und wenn du 300 Alu spielen willst, musst du Geld investieren. So war Shakes and Fidget damals. Das hat sich ein bisschen geändert. Natürlich kann man keine extremen Sachen mit der Flimmerkiste finanzieren. So, das ist auch nicht die Intention davon. Aber man konnte sich, wie zum Beispiel ich auf Server 632, ein Account spielen mit Greif und Trank. Ja, ja. Und ab und zu ein paar Dungeon-Versuche machen. Das geht sehr gut klar, ja. Und ja, jetzt habe ich auch das Problem auf Server 32, dass das nicht geht. Ich renne seit Ewigkeiten mit einer schlechten Waffe rum, weil ich keine neue blättern kann. Also ist auch gerade so ein Stau. Und ja, ich hoffe, dass die Flimmerkiste wiederkommt. Auf Server 36 interessiert mich die Flimmerkiste nicht. Ist ein cooler Bonus. Du kannst sie damit, sagen wir mal, so die 100, 300 Alu-Pilze und ein bisschen mehr wieder zurückholen. Das heißt, du machst eigentlich 300 Alu for free und kannst dir quasi auch Greif finanzieren und kannst dann die restlichen Pilze dafür benutzen, irgendwas anderes zu machen, ja. Also, die Flimmerkiste ist eigentlich dafür gut, damit ich für euch Videos machen kann. Hm? Aber so aus Server 36 stört es mich nicht. Server 35 habe ich ja auch gepilzt und ich pilze immer noch, aber ich kann mir zum Beispiel jetzt nicht das Epic Event leisten. Ich habe jetzt noch über 300 Pilze oder sowas. Aber will ich jetzt das Epic Event blättern für Epics? Na, ich weiß nicht, ja. Ein paar Epics nehme ich mit. Ich versuche auch gerade noch das Klo voll zu kriegen, damit ich am Sonntag spülen kann. Damit ich halt mit perfekten Voraussetzungen dann ein paar Epics noch finden kann. Ich versuche so auf 100 Pilze oder 80 Pilze runterzugehen, weil ich muss einen neuen Greifen lesen und brauche mindestens einen Lebenstrank für Pilze. Oder vielleicht finde ich einen ohne Pilze. Also einen neuen Lebenstrank brauche ich, weil beide laufen an dem Sonntag aus und es wäre gut, wenn ich, es wäre nicht gut, sondern es muss erneuert werden. So sieht es nämlich aus und das will ich auch machen. Und dann will ich ein bisschen blättern, ein paar neue Tränke, wobei meine auch noch bis Juni gehen. Aber da muss ich gucken. Ich hoffe, die Flimmerkiste kommt wieder. Auch für euch alle. Alle Spieler, die nicht pilzen oder nur so gelegentlich pilzen. Die Flimmerkiste ist ein cooles Ding. Also kann ich nur sagen. Aber für die Leute, die länger spielen, die wissen, es geht auch anders. Und damit lasse ich euch erstmal alleine. Denkt dran, dass Player Games sowas nicht verpflichtet ist. Aber was Player Games halt wieder macht, was ich auch mitbekommen habe, dass Player Games solche Threads natürlich löscht. Das müssen sie natürlich machen. Oder müssen sie nicht, aber ich fand schon immer den Umgang mit Player Games von Beschwerden von Leuten immer etwas frech. Sie haben sehr unfreundlichen Support. Wenn ich das vergleiche mit Blizzard oder Riot. Also vor allen Dingen von Blizzard, weil ich bin von Blizzard-Supports eigentlich immer begeistert. Die sind freundlich und hilfsbereit und sind auch menschlich. Wenn du da halt einen dummen Fehler gemacht hast, dann stellen sie dir auch gerne das Item wieder her, ja? Wenn du hier einen dummen Fehler machst, denkt sich Player, fick dich, du bist wertlos, du bist dumm. Wir sind Player Games, ja? Wir sind Bosse. Und im Endeffekt ist Player Games nichts in der Spielegesellschaft, ja? Für die großen Spielefilme sind solche Browser-Games-Filme ja eigentlich nur so Klinkenputzer. Eigentlich nur Gespött, die des Leuten den Geld aus der Tasche ziehen, ohne groß was dafür zu tun. Aber das ist nicht meine Meinung. Das ist nur, was ich sagen will, ja. Und dass dann halt so immer große Klappe ausgeübt wird, ist halt doof, ja. Aber ich kenne das ja nicht anders. Wie gesagt, alle Leute, die damals Oktoberfest 2012 miterlebt haben, wissen, wie hart ich mich mit dem Support angelegt habe oder auch viele andere Leute. Und seitdem, ja, ist es halt so. Ich bin mittlerweile neutral, ne? Ich verhalte mich da auch neutral, ich werde auch nicht großartig Hasskarpaten aussetzen. Und muss jetzt auch zu dem Update mittlerweile sagen, es gefällt mir immer besser, die Besserungen werden immer besser. Ihr seht jetzt, der Gildenkampf sieht ganz vernünftig aus, wir sehen jetzt Stats und die Liste und alles wird besser. An der Performance muss man noch arbeiten, zur Performance kann ich euch eigentlich einen Tipp da lassen, den habe ich mal irgendwo gesehen. Wenn ihr wollt, dass euer Spiel flüssig läuft, spielt es auf Google Chrome, da läuft es auch irgendwie am besten. Es scheint mir so, als wäre das Spiel für Google Chrome gemacht worden.
Da läuft total flüssig und ihr könnt scrollen und habt ihr nicht gesehen. Und macht den anderen Mist, Videos gucken und so auf Mozilla oder einen anderen Browser. Also ich denke mal, keiner von euch nutzt Internet Explorer, das ist ja bescheuert. So funktioniert es bei mir ziemlich gut. Ich bin damit sehr zufrieden, weil seit dem neuesten Update habe ich bei mir ein ganz tolles Problem. Ich habe nur zwei Shakes and Fidget Server offen und ich habe jetzt auch den Haken hier bei der Funktion wenig Animationen drin. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn man den rausnimmt. Und ey, ich gucke ein Video und es laggt wie Sau. Es ist unglaublich. Und das nur, weil ich. Und das Witzige ist, mache ich diese wenig Animation wieder raus, dann habe ich keine Lags mehr. Aber das ist doof, weil viele Animationen fressen ja die CPU voll und das möchte ich natürlich nicht. Ja, und das, ja. Aber wenn ich das so aufteile auf zwei Browser, kann man super spielen. Also drei Server ohne Probleme und auf dem anderen Tab dann Streams oder was auch immer, ne? Da kann ich sogar rendern und was machen, was ich normalerweise immer konnte. Also, ja, aber trotzdem sollte Player das noch versuchen zu bessern, die Performance auszubessern. Sonst wurden coole Änderungen eingeführt. Ich bin eigentlich relativ zufrieden. Der Hate um das Update, dass ich Spieler löschen, Gilden auflösen, Leute ihnen, ich werde nie mehr pilzen und oh ja, ach Mensch. Werdet erwachsen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und in 3 Monaten hat sich das alles hier erledigt. Und so sieht es nämlich aus. So. Wir sind schon, ich habe mich hier schon so weit vorangelabert, dass wir schon bei den 97ern sind. Das dauert aber noch, bis wir bei mir sind. Kommen wir nochmal zurück zu dem Flimmerkisten-Thema. Da gibt es jetzt so im Forum so ein Thread drüber, dass das vielleicht sein könnte, dass die Leute das ausgenutzt haben und deswegen wurde die Flimmerkiste ausgestellt. Weil es ist ja nicht ausgeschlossen, dass diese Firmen, die ihre Werbung auf diesen, in diesem Spiel vertreiben, nicht auch ein Forum-Account haben und selber mal checken oder generell die Spiele abchecken, wo sie diese Angebote anbieten und dann selber mal nachgucken, sind da irgendwelche Leute, die so schreiben, haha, ich lösche immer meinen Browser-Cache und kriege immer neue Flimmerkisten oder ich mute einfach immer die Werbung, bla 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 und guck sie gar nicht und ja. Und dann denke ich mir, wollen die mich verarschen? Das ist ja, naja, das bringt doch gar nichts. Warum vertreibe ich da meine Werbung noch auf in diesem Spiel? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch nur Zeitverschwendung oder Geldverschwendung, wie auch immer. Es geht immer um Geld, also es ist Geldverschwendung. Und dann denken die sich, euch ziehe ich den Hahn, euch mache ich den Hahn zu. Und Player muss es dann so darstellen, als würde es technische Probleme geben, aber in Wirklichkeit haben die einfach den Hahn zugedreht und sagen, nö. Wir haben die Schnauze voll von der Betrügerei. Wir wollen, dass die Leute die Werbung gucken und gucken. Ne, weil wir wollen, dass das in ihren Gehirn, ihre Gehirne angezapft werden und die Leute sich jetzt für den Gillette-Rasierer entscheiden, anstatt für den braunen Rasierer, ja. Weil wir von Gillette machen Werbung und Braun macht keine Werbung bei uns so. Ja, und dann passiert halt sowas, wie es jetzt passiert. Auf Server 35 in meiner Gilde gibt es schon Leute, die sagen, also bis nächste Woche reichen meine Pilze noch und dann muss ich gucken. Wenn es nötig ist, verlasse ich auch die Gilde, weil für eine Rang 1-Gilde kann ich hier nicht mehr weiter spielen. Und das wird sicherlich in vielen Gilden so sein. In Last Dawn wahrscheinlich nicht so, weil das ist ein neuer Server, hier pilzt gerade jeder. Vielleicht in 2, 3 Monaten sieht das dann anders aus, aber wenn es keine Flimmerkiste mehr gibt, dann wird das sowieso nicht funktionieren. Hat der Blob sich nicht gemeldet? Der Blob hat sich nicht gemeldet. Tja, Blob. Wenn du jetzt daran schuld bist, dass sie verloren haben, ja, ne? Dann wissen wir ja Bescheid. Zurück zum Thema. Wo war ich stehen geblieben? Ja. Das ist jetzt in vielen, vor allen Dingen auf älteren Servern, noch älteren Servern, so, Server 1 bis 20 oder so, wo wirklich nur noch Alltag eingekehrt ist. Die Leute haben alle ihre Dungeons geschafft. Man spielt einfach nur noch Alu. Und das kann man so gut von der Flimmerkiste finanzieren. Das ist unglaublich. Und dann passiert es halt, dass dieser Pilzgenerator, Flimmerkiste, verschwindet. Und dann denkst du dir so, ich kann, ohne 300 Alu kann ich mich in dieser Gilde nicht halten. Ja. Und so geht dann viel kaputt. Das Angebot der Flimmerkiste ist halt sehr cool gewesen. Nicht, wie gesagt, ich wiederhole mich. Ich fände es cool, wenn sie wieder da ist.
Wir sind übrigens gerade bei unserem Trio. Oder sind das schon, ist es schon ein Quartett der Misses? Miss Geburt, Miss Mikasa, Miss Nordi. War davor auch eine Miss. Ich bin viel zu vertieft in meinem Gespräch mit euch. Aber ihr antwortet mir nicht. Erst später. Und ich rede eigentlich mit mir selbst. Ja. Und wer ist gerade stärker? Das ist auch die Frage. Das werden wir gleich sehen. Welche Namensliste da zuerst endet. Da wir mehr Hunderte haben, müssen wir jetzt eigentlich in der Front sein. Aber uns Sterner hat die Hunderter weg. Ah, jetzt kommt Maya. Der knallt mal hier den Kuni aus der Latschen, ja. Und dann gibt's Shushu. Ja. Das Klo habe ich schon geöffnet. Ich kann morgen spülen. Das heißt, ja, ich habe das nicht gemacht, wie vielleicht andere so den Kloschlüssel mehrmals verkauft. Ah, das ist mir. Die Aura ist mir wichtiger. Aura gibt mir Items, bessere Items heißen bessere Dungeons. Bessere Dungeons heißen mehr Level. So wie ich das schon mal erklärt habe. Ich weiß nicht wo. Das ist das Wichtige. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wie werde ich weiter meinen Pilzplan machen hier? Also ich werde auf jeden Fall nicht mehr so verschwenderisch sein wie in den letzten Wochen. Ich muss jetzt mal ein bisschen sparsam spielen, wieder so wie es aussieht. Aber ich werde am Wochenende noch einmal knallen, weil ich muss aufholen, ein bisschen so die Dungeons ein bisschen wieder in die Top bringe zurück. Also so 100, 200 Pilze werden da nochmal drauf gehen und dann wird erstmal ganz ruhig dran Alu ein paar Dungeons versuche, damit es auch ein bisschen hält, weil ich habe die letzten Wochen echt verschwenderisch gespielt und jetzt muss man ein bisschen auf die Bremse drücken, ja. Ihr versteht, was ich meine. So, jetzt kämpft schon 102 gegen 105er. Das ist ein gutes Indiz, weil jetzt kommen noch 202er und dann kommen noch ich mit 103. Ein sehr gutes Indiz. Also, wenn wir mit so einer perfekten Voraussetzung heute nicht gewinnen, dann ist es offiziell, dass die Sorglosen stärker sind. Aber wenn wir gewinnen, dann sind wir, glaube ich, Rang 1, oder? Bin gespannt. Ich bin wieder gespannt. Ja, und Server 35, wie gesagt, muss ich gucken. Ich werde auf jeden Fall auch da noch ein Video zu machen. Ein bisschen Tränke blättern, vielleicht noch ein Epic-Schild, Epic-Waffe, so was man so findet, ihr wisst schon. Aber keine komplette Pilzausgabe, weil ich halt nicht die Flimmerkiste, die mich zurückfedert, wo ich mir Pilze anspannen kann. Weil auch S35 ist ja jetzt gerade in so einem Bereich, da ist schon Archer. Leute, ich bin ja jetzt gerade in so einem Bereich, wo du nicht mehr viel machen kannst. Bald kommt der Turm, ich werde auch bald den Turm öffnen. Nächstes Gold-Event werde ich den Turm, was heißt nicht öffnen, sondern werde ich den Turm verwenden. Ja, ein paar Turmversuche machen. Ab 200 ist das dann ungefähr, das müsste passen. Oh, Jimi Hendrix gegen Duke. Ich glaube, das werde ich verlieren. Aber wir sind hier zuversichtlich. Gut gekrittet. Ihr seht da den Epic-Bogen. Ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe in irgendeinem Dungeon habe ich einen Epic-Bogen gekriegt. 3 Attribute. Top Stats. Der hat mir nichts gebracht. Der hat mir nichts gebracht, der war top, ja? Der hat mir nichts gebracht! Ich kann es kaum glauben. Oh, da sind ja nur noch 5 Leute. Haha! Und ich habe auch noch Kill Me Maybe ein bisschen was abgezogen. Das macht mich stolz. Meine Leistung war relativ gut, würde ich sagen, in diesem Kampf. Ja. Jetzt kommt Gasghoul. Der hat aber nur Inti-Quip anscheinend. Der zieht nicht so viel rein, du. So. Wo war ich stehen geblieben? Und dann habe ich wieder einen Dungeon gelegt und da habe ich den Bogen gekriegt. Der ist von den Stats scheiße, der hat mir schon mehr gebracht. Ich verstehe es nicht. Also ich habe hier ganz komische Sachen. Ich habe, wie gesagt, auch bei den Arena-Kämpfen, es passieren ganz komische Dinge und die verstehe ich nicht. Aber wie gesagt, Zeit kommt Rat, ne? Auch hier werde ich Epic Event nicht spielen, das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Wie gesagt, weil Level ist zu niedrig. So, und ihr merkt ja, das Pokémon Let's Play hat gestartet und ist auch so ein kleiner Indikator dafür, dass so jetzt so langsam die Shakes und Fidget Sachen ein bisschen runtergefahren werden, weil ich kann erstens nicht so viel zeigen, aber jetzt werde ich aber mehr darauf achten, wenn ich was zeigen kann, dann nehme ich es auf. Weil, wie gesagt, ich heiße ja Sir Zocolot und nicht Sir Shakesalot. Ich möchte, das soll Let's Plays hier geben und Gameplay und so weiter. Und deswegen kann ich nicht nur Shakes und Fidget Videos bringen, weil wir kennen das altbekannte Problem, machst du nur Shakes and Fidget, wollen die Leute nur Shakes and Fidget und nichts anderes. Und das wird es hier bei mir nicht geben, das ist auf jeden Fall garantiert. Wird vielleicht manche Leute freuen, manche Leute nicht. Das sieht sehr gut aus, Leute. Sehr, sehr gut.
Es kommen noch Archer und Necrophalos und wir haben noch eine Menge Leute hier vor uns. Aber natürlich Archer und Necrophalos, richtig krasse Boys, also. Aber der Ushred, nice, Junge! Crit ihn weg! Geil, geil! Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich meine, solche starken Leute wie die beiden haben wir nicht. Aber sieht cool aus, sieht cool aus. Ich glaube, nach Papa Perle ist Schluss. Ich glaube, Papa Perle ist derzeit unser höchster Spieler. Kann ich aber nicht genau beurteilen. Jo, Papa Perle ist unser letzter Spieler. Und ich glaube, Zoro schafft den Archer jetzt und dann bleiben wirklich vier Leute für Necrophalos allein. Oder der schafft den jetzt auch noch so. Komm schon, Zoro. Ja, das heißt, es bleiben 4,5 Leute für Necrophalos. Der hat auch 1 Million Leben, der ist auch krass dabei, er hat eine Epic-Waffe, ich weiß nicht, wie der so equipmäßig aussieht. Aber das sieht doch gut aus. Der Zoro zieht gut ab. Gut. Go, go. Das schaffst du. Der Zoro auch ein sehr guter Spieler. Jetzt kommt Signet, ein Magier. Der zieht viel ab. Da gibt es nicht viel mit Ausweichen. Oh, der wurde aber weggekrittet. Seafree auch. Guter Magier. Auch. Ja. Oh, Magic Krabat jetzt aber. Hallo? Ja. Da ist der. Da ist der Sieg gegen die Sorglosen. Last Dawn hat's bewiesen. Wir haben es geschafft. Und damit sind wir Rang 1. Ich sage, GG well played, die Sorglosen. Aber jetzt haben wir erstmal die Krone für uns zurückgewonnen. War ein cooler Kampf. Auch so spannend wie der letzte. Nur nicht so spannend. Und ich hoffe, die Konkurrenz schläft nicht. Und ihr kämpft weiter. Wir können ja mal kurz einen Vergleich so jetzt machen. Was hatten die denn da so für Items, die beiden? Weil die sahen ja schon echt krass aus. Na, no, der war nicht so epic-lastig. Ist der Necrophalos gefahren? Auch nicht so epic-lastig. Also ziemlich ausgebalanciert. Also nicht so krass. Aber Last Dawn ist Rang 1. Ich freue mich. Und ich hoffe, das geht weiter so spannend weiter. Ey, das ist ja krass. Wir sind jetzt auf gleicher Ehrenhöhe. Gut. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt nochmal angreifen sollten oder ob wir jetzt erstmal auf die eiskalten Henker gehen. Das ist eine andere Frage. Aber das ist auch nicht so wichtig. Yo, das war's dann von Server 36. Zack. 21 von mir, dem Sir Zoccolot, mit dem spannenden Kampf Clash in Runde 2. Diese Runde ging an uns. Vielleicht geht Runde 3 an wen? Wissen wir nicht. Das seht ihr vielleicht im nächsten Video schon. Von mir, dem Sir Zoccolot. Bis dann, Leute. Ciao.